Hallo! Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan. Im heutigen Video geht es um die Wasserversorgung hier in unserem Tiny House, wie wir das bewerkstelligen wollen, welche Ideen wir so haben. Ja, das und vieles mehr möchten wir mit euch teilen, beziehungsweise es ist einiges passiert in dieser Woche. Nicht nur durchweg Positives, ehrlich gesagt, aber auch das gehört dazu. Und ich denke, wir legen mal los. Eigentlich hatten wir uns fest vorgenommen, endlich mal wieder bei Tageslicht zu filmen. Irgendwie gelingt uns das nicht so gut. Demnach müssen wir mit den Baustrahlern auskommen und entschuldigen wir uns jetzt schon für das schlechte Licht zum Teil. Wir haben ja erstmal einen etwas größeren Rückschlag, denn die Person, die uns eigentlich helfen wollte, ist leider aus zeitlichen Gründen abgesprungen. Und der andere Klempner, der heute kommen sollte oder auch gestern schon kommen sollte, der hat jetzt auch final abgesagt für das Projekt. Das war irgendwie oder ist auch noch so ein bisschen niederschmetternd. Mhm. Und wir müssen jetzt das Beste draus machen. Uns fällt es vorab einfach total schwer, unsere Ideen, die eigentlich schon total konkret sind, die wir schon vor Wochen mit euch hätten teilen können, tatsächlich in einen Plan zu schreiben, dass wir einfach wissen, was ist zu tun, denn am Ende muss das Ganze ja abgenommen werden, bevor wir damit auch auf die Straße fahren oder das Haus bewohnen. Und da möchten wir einfach keine Fehler machen, gerade weil unsere Leitungen auch im Ständerwerk verlegt werden sollen. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie autark wollen wir denn jetzt sein? Wir kommen immer ans gleiche Ziel und das heißt zu 100%. Das heißt, wir möchten uns zu 100% selbst versorgen können, obwohl wir mobil sind oder mobil sein wollen. Und das war immer ein großes Ziel von uns. Daher haben wir so im Gewicht gespart oder so auf das Gewicht geachtet hier in unserem Haus. Wasseraufbereitungssysteme können sehr schwer sein, gerade wenn man eben den einen oder anderen zusätzlichen Tank benötigt dafür. Wir haben es erstmal außen vor gelassen, weil wir momentan auch nicht die finanziellen Mittel haben dafür. Also wie können wir denn jetzt erstmal hier wohnen und uns zumindest schon mal versorgen. Und da haben wir einmal natürlich das Frischwasser und unser Abwasser. Das ist ja auch ein Thema. Wir können ja nicht einfach das Wasser irgendwo ablassen. Okay, also wir haben uns überlegt, dass wir aufgrund des begrenzten Platzes in unserem Tiny House die Frischwasser- und Abwassertanks trennen, dass nicht alles in den Innenraum kommt. Hier haben wir unseren Treppenbereich und auf den ersten Stufen wollen wir einen Frischwassertank integrieren. Von, naja, Platz hätten wir bis ca. 150 Liter. Demnach möchten wir parallel, weil wir ja das System modular aufbauen wollen, hier auch ganz klassischen City-Wasseranschluss haben, dass, wenn wir angeschlossen sind, der automatisch den Frischwassertank immer auffüllen kann. Gerade in der Dusche wird hier drunter direkt auch der Abwassertank sein. Der wird im Anhänger zwischen den Quertraversen liegen. Da haben wir ausreichend Platz, also er wird mindestens genauso groß sein wie der Frischwassertank, dass da das Verhältnis stimmt, wenn nicht sogar größer. Und da wird es so sein, dass das Abwasser von der Dusche, von dem Waschbecken, von dem Handwaschbecken und der Waschmaschine, die in diesem Bereich sein wird, und in der Küche der Spüle zusammenlaufen wird. Das Schöne oder wo wir den Vorteil sehen, ist dadurch, dass wir den Abwassertank unter dem Anhänger haben, dass wir natürliches Gefälle haben, auch wenn wir den Nachteil zusätzlich haben, dass wir die Leitungen noch beheizen müssen. Wir wissen noch nicht, ob wir das auch in der Praxis so umsetzen können, aber soweit unsere Theorie. Der City-Wasseranschluss wird, wie gesagt, hier am Frischwassertank sein. Der Frischwassertank kann gefüllt werden und von hier aus wird das Wasser dann entsprechend zu unserem Wärmeaufbereiter, also fürs Warmwasser, geleitet. Die Leitungen sollen hier oben in dem Balkenzwischenraum unseres Lofts durchgeführt werden. Hier runter und in unserem Technikschrank, den ihr in der letzten Woche ja in unserem Badezimmervideo schon gesehen habt. Hier wird dann der Warmwasserbereiter sein, Gas-Elektro-Kombi, womit wir dann, wie gesagt, Warmwasser für die Wasserhähne erzeugen können, aber auch genauso für die Dusche. Und was haben wir noch? Ach so, die Heizung. Die Heizung. Genau. Wir haben uns nämlich für eine wasserführende Heizung entschieden. Das heißt, da brauchen wir entsprechenden Zulauf und Rücklauf. Sobald das Wasser erhitzt ist, läuft das Ganze wieder hier hoch, hier wieder zurück. Also das Wasser teilt sich hier dann nochmal auf zum ersten Mal. Hier ist der erste Konvektor. Haben wir das geplant? Das müssen wir natürlich nochmal mit dem Klempner besprechen. Hier ist die Dusche. Also Kalt- und Warmwasser wird hier schon mal benötigt.
Das Ganze geht dann hier weiter. Hier kommt dann die Trennwand. Ich nenne es jetzt mal die Versorgungstrennwand. Zum einen haben wir hier einen Heizkörper, den wir geplant haben zumindest. Ein Handtuchhalter. Ein Handtuchhalter, genau. Dann ist hier das Waschbecken. Kaltwasser, Warmwasser, dann haben wir den Zulauf, den Rücklauf. Das alles hier in dieser Wand geht hier weiter. Auf eine Höhe von 24 cm, weil hier unten sind die Verbinder, sonst haben wir nur Schrauben im Weg. Das heißt, ab hier planen wir nicht durch das Ständerwerk zu gehen, sondern ja, wir gehen durch das Ständerwerk, aber eher an der Außenkante. Also wir fräsen so ein Stück weit rein. Eigentlich hat Brandon gesagt, wir sollen immer in den nicht sichtbaren Bereich gehen und Dinge markieren. Aber das machen wir jetzt mal anders. Das heißt, vom Platz müssen wir ja grundsätzlich einplanen, Zulauf und Rücklauf für die Heizung. Ich glaube, die haben einen Durchmesser von 22 mm. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Stückchen. Zup und zup. Und die brauchen ja auch noch ein bisschen Zwischenraum. Selbst wenn wir das nur fräsen, dann haben wir ja noch Kaltwasser und Warmwasser. Das muss auch noch alles durch. Was wir uns überlegt haben, damit man nicht überall die Leitungen im Verlauf sieht, gerade wenn man in den Wohnraum reinkommt, will man ja nicht auf Leitungen schauen, dass wir das Ganze hier verblenden, mit den Konvektoren kombinieren und hier oben so eine schöne Ablage machen. Also, dass man nicht mehr im ganzen Bereich dann das offenliegende Ständerwerk hat. Dann geht das Ganze weiter. Hier unterhalb des Ständerwerks. Dann hier rum. Hier haben wir unser Waschbecken in der Küche, unterhalb des Fensters. Hier bauen wir einmal in die Bodenplatte, so ist es geplant. Und dann haben wir ein Rohr in Richtung Abwassertank. Hier vorne kommt gegebenenfalls auch noch ein Konvektor hin, falls es nicht reicht mit der Wärme. Das Heizsystem an sich werden wir dann nochmal in einem anderen Video erläutern, wenn das Ganze etwas, ich sag mal, in trockeneren Tüchern ist. So viel zur Theorie. Wir suchen jetzt demnach wieder einen neuen Versorgungstechniker, der hoffentlich unsere Pläne dann in die Realität umsetzen kann oder hier und da noch Verbesserungstipps hat. Es ging wirklich auf und ab diese Woche. Irgendjemand hat uns mal gesagt, wenn man ein Haus baut oder ein größeres Projekt hat, geht es immer 2 Schritte zurück und ein vor. Das ist ganz normal. Und im Moment ging es für uns jetzt gefühlt 5 Schritte zurück. Und wir können es kaum erwarten, wann der nächste Aufwind wieder kommt. Und wir das Gefühl haben, yes, endlich kommt jetzt die Versorgung rein. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert diesen Kanal. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und sagen bis dahin. Tschüss. Ciao.